Mein Name ist René Röpke und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Dr. Nadine Bergner und Lubna Ali arbeite ich an der RWTH Aachen am Projekt MINT-Lehramt. Und wie der Name bereits sagt, beschäftige ich mich mit Lehrämtlern und gerade da mit MINT-Lehrkräften. Und in unserem Projekt ist das Ziel, OER nachhaltig in die MINT-Lehramts-Aus- und Fortbildung zu integrieren, das mit Fokus auf die RWTH Aachen und dabei eben die Zielgruppen, die wir formuliert haben, zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Unsere Zielgruppen sind die Dozierenden der MINT-Fachdidaktik, die dann als Multiplikatoren dienen sollen, sowie die Studierenden, sprich die Lehramtsstudierenden im Studium, sowie aber auch aktive Lehrkräfte und Referendare beispielsweise der Region um Aachen und im letzten Schritt auch andere Dozierende der RWTH Aachen, um die Übertragbarkeit zu gewähren. Was wollen wir im Wesentlichen machen? Wir wollen ganz klassisch sensibilisieren und qualifizieren. Das heißt, wir wollen vermitteln, wie man OER nutzt, erstellt, bearbeitet und, damit sie nicht in der Schublade liegen bleiben, auch wieder verbreitet. Das Ergebnis sind also hoffentlich qualifizierte MINT-Lehrkräfte von heute und morgen und eben neue hochwertige OER, da wir eine sehr starke Verzahnung mit der Lehre anstreben. Kurz zum Ablauf, es sieht ungefähr so aus, dass wir in zwei Stufen arbeiten. In der ersten Stufe haben wir die MINT-Fachdidaktik-Dozierenden sensibilisiert und qualifiziert, sodass diese jetzt als Multiplikatorinnen arbeiten können und entsprechend uns mit uns zusammen die Lehramtsstudierenden sensibilisieren und qualifizieren in ihren Lehrveranstaltungen, aber eben auch sich die Möglichkeit für uns bietet, aktive Lehrkräfte und Referendare in der Region anzusprechen und diese zu sensibilisieren und zu qualifizieren und das Ganze auch mit anderen Hochschuldozierenden zu machen. Dazu brauchen wir eine Adaption unserer Materialien und da möchte ich auch mehr darauf eingehen, was für Materialien wir erstellt haben und was wir damit erzielen. Wir waren auf verschiedenen Veranstaltungen bereits aktiv, wir sind auf Tagungen aktiv gewesen, im Wesentlichen aber sind unsere Inhalte Präsenzworkshops und der Eingriff in die Lehre. Im ersten Durchlauf im Sommersemester haben wir stark in der Fachdidaktik der Informatik, wo unser Projekt auch angesiedelt ist, uns sehr bemüht, es zu integrieren und es in den Fachdidaktikveranstaltungen 1 bis 3 durchweg geschafft, OER zu integrieren. Wir haben außerdem Vernetzungstreffen mit OER-Labs und Mainstreaming-OER gemacht, um unsere Materialien zu reflektieren und Feedback an uns einzuholen und uns auszutauschen über die gleichwertigen Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben. Zu unseren Materialien. Wir haben eine Reihe erstellter Materialien, die alle sich um einen Foliensatz drehen und verschiedene Handouts und Arbeitsaufträge. Und hinsichtlich unserer Folien haben wir praxiserprobte Folien und Handouts, die frei verfügbar sind und sie sind anpassbar für unsere Zielgruppen. Diese Anpassbarkeit gewährleistet es uns eben auf die speziellen MINT-Fachbereiche wie Mathematik, Informatik oder eben die Naturwissenschaft- und Technikbereiche einzugehen und gezielt dort auch die Herausforderungen für OER in den Schuleinsatz zu analysieren und mit den Studierenden oder mit den anderen Zielgruppen zu erarbeiten. Wir haben außerdem, und da sind wir sehr begeistert von, dass das sehr gut funktioniert, Kombinationskarten. Diese Kombinationskarten können Sie sich vorstellen wie kleine Puzzlekarten, wie man auf dem Bild auch sieht. Da sehen Sie im Prinzip Lizenzkärtchen und Sie sehen Kärtchen mit OER-Materialien verschiedener Typen, dargestellt durch einfache Symbole, die jeweils eine Lizenz tragen. Mit diesen Karten kann jetzt gepuzzelt werden im Prinzip und es kann das Remixen, das Kombinieren auf einem Arbeitsblatt, ähnlich wie bei einem Kollegen von Tutori zum Beispiel, zusammengepuzzelt werden und man kann ausprobieren, wie sich das Ganze verändert, wenn man zum Beispiel sagt, man bearbeitet jetzt was und was das für die endgültige Lizenz bedeutet. Wir haben in dem Moment OER anfassbar gemacht und nutzen diese Methode sehr gerne in unseren Workshops, um eben das Ganze greifbarer und ein bisschen interaktiver zu gestalten und die Sensibilisierung in der ersten Form der Qualifizierung auch durchzuführen. Unsere Materialien sind alle frei verfügbar, unter entsprechendem Link oder auch später per einfache Google-Suche zu finden. Und sie stehen unter CC BY SA 4.0 Lizenz. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie uns ansprechen. Gerne teilen wir unsere Materialien mit Ihnen.